Dönnekens mit Kluck und Menzel. Heute Tape End auf der Nordschleife. Genau, wo du das gerade sagst, weiß nicht, warum mir das einfällt. Ganz, ganz andere Geschichte. Den Gigi hast du auch gekannt, ne? Den Gigi Mele. Der war bei Gepard. Hier, nur den Mimolenko. Ja. Pass auf. Gigi. Der Italiener. Ja, da habe ich eine Geschichte zu. Ja, klar. Pass auf. In jedem Fall, den habe ich vor 3 oder 4 Jahren, habe ich den in Hockenheim. Nach ewiger Zeit. Der kommt aus dem Bus raus. Sag, ey, du bist ja der Gigi. Ja, klar. So, in jedem Fall, Gigi, cooler Typ. Ich glaube, Neapolitaner oder Sizilianer sogar. Immer auch Ray-Ban Aviator, verstehst du? So eine richtig coole Socke. So. Und Gigi hat immer den Momo, der Momo hatte immer so einen Anhänger, den haben die immer bei der DTM gehabt und da hat, der hat halt eben die Lenkräder und sowas verkauft. So. Und sonntagsabends, DTM, Gigi ist der Einzige, der noch da steht. Ne? Alle anderen sind schon weg, ich sag, Gigi, was machst du denn hier? Ne? Sagt er, du, da ist mir diese Türke hier in mein LKW reingefahren, jetzt muss ich warten auf die Polizei, wegen dieser scheiß Ausländer. Genau die Story. Jetzt, ich habe das jetzt von ihm noch nie gehört. Ich war live dabei, wie der mit dem... Echt? Ich war live dabei, wie der Catering-LKW genau, rückwärts genau. Fahren, dem in diesen riesigen Hänger reingefahren ist. Die Story wollte ich gerade erzählen. Also da war Günther, Glück, der ich zuerst erzählt habe. Günther Gebhardt war damals, sie hat noch ein Formel-BMW-Team. Ja. Gebhardt Gruppe C damals auch. Ja. Wenn du in Sinsheim an der Autobahn vorbeifährst, ist Gebhardt Fördertechnik. Das ist die Firma der Eltern, die wahrscheinlich... Und der Gebhardt hat damals, weil die für den Moretti haben die dann in Deutschland einen Vertrieb gemacht, Sitze, Lenkräder und so weiter. Und der Italiener, der Gigi, der war immer, der hat den Verkauf gemacht, genau. Jetzt stehe ich da bei dem und bin auch so wie du, ne? Ja, da geht's dir gut, ja, na klar, mein Freund, der steht in seine, weißt du, steht der Italiener, steht er in seine, Heidelberger Italiener, er hat immer Heidelberger Italienisch gesprochen, hat sich kaputt gelacht, ja. Dann steht er da in seinem Hänger und macht halt Rabauz, ne, und wir gucken, ist da so ein 7,5-Tonner, rückwärts, hat er den Hänger nicht gesehen, fährt er voll gegen. Jetzt springt der aus dem Anhänger raus, ja, und dann steigt da der Fahrer aus von dem 7,5-Tonner und sagt, ey, Kollege, tut mir leid, hab ich nicht gesehen. Dann sagt er, Alter, bist du blöd oder was? Hast du, was bist du für ein blindes Arschloch? Meine Fresse, sagt er, soll ich, ist das schon rot und groß, siehst du immer noch nicht, du Idiot. Und dreht sich um und sagt zu mir, Christian, ich sage dir, scheiß Ausländer, hast du nur Ärger mit? Ich hoffe, das ist auch compliance-mäßig okay, weil er ist ja selber Ausländer. Ja, das war ja der Job. Aber wirklich, ich bin da 2 Stunden später gekommen, da stand der als Einziger und war. Und ich habe gesagt, Gigi, was machst du noch hin? Dann hat er die Geschichte dem auch erzählt. Ja, und dann der Knack, genau, ich habe den auch vor 2, 3 Jahren hocken, habe ich den gesehen. Und als ich mit dem Ertl Capri gefahren bin, da waren die auch da. Hatten okay. Formel-2-Autos dabei und so. Ich habe den, glaube ich, mal, was war das? GT Masters irgendwo war ich da oder irgendwas? Habe ich den gesehen. Ja. Und immer noch der gleiche Härtefahrer wie von vor 30 Jahren. Der sieht mich und sagt dann, ey, scheiß Ausländer. Ja. Hast du nur Ärger mit? Ja, also herrlich. Ne? Das sind also halt so Sachen. Ja, sind das aber nie, das, weißt du, das nie würde, bösartig. Das nie würde bösartig. Heute gar nicht mehr passieren, weil dieser Momo-Anhänger gar nicht mehr ins Fahrerlager darf. Weil der ja schon im Vorfeld, keine Ahnung, 100.000 Euro bezahlen muss an irgendeinen Verband, damit er da überhaupt Teile verkaufen kann. Aber, und damit hast du auch den Typen schon nicht mehr im Fahrerlager und so reduziert sich alles, aber das war halt früher einfach geil und auch wie wir früher dann immer durch die Gegend geflogen sind, ne? Das darf man ja keinem erzählen, Wochen haben wir ja schon angefangen, so. Aber ich war 18, pass auf, genau, muss ich eine geile Geschichte, muss ich erzählen. Kenn ich nicht. Ja, war's live dabei. Aha. Ich habe irgendwann im November 1989 meinen Führerschein. Oh, jetzt kommt. Ich weiß, was kommt. Ich hatte im Juni Geburtstag, aber erst im, weil ich hatte gar keine Lust, meine Prüfung zu machen. Ich bin damals Moped gefahren, das hat mir Spaß gemacht. Ich wollte gar kein Auto fahren, also lustig. Ne? Ich hatte schon ein Auto da stehen, ein BMW E21 316er Vergaser in Biscaya Blau, also diese Mülltütenblau. Ja. Und ich fand die Farbe damals grausam. Heute finde ich die einfach nur geil. Ja, damals war es eine grausame Farbe, aber egal. Also Moped fahren konnte er nur mit dem Moped anhalten. Das war manchmal ein bisschen schwierig. Da gibt es auch eine Geschichte. Ja, wo ich damals meine 80er hatte, dann bin ich sofort in die Eifel gefahren. Haben meine Eltern auch nicht verhindert, dass ich mal so 200 Kilometer da durch die Gegend fahre. Und bin ja sofort zu in der Adenauer, ihr Helm auf, in der Adenauer rein. Also auch ein flammenneu lackierter Helm bei mir von Carsten Meurer. Flammenneuer Helm, so und jetzt du. Ja, und dann sind wir erstmal auf die Fresse geflogen. Ja, pass auf, aber sensationell. Meine Mutter war in Adenauer in der Eisdiele und ich habe gesagt, ja, okay, komm, wir fahren. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich direkt zum Nürburgring wieder gefahren. Deshalb, pass auf, aber halt kurz in der Eisdiele an. Ich muss irgendwas noch vom, oder ihr den Schlüssel geben, ich weiß mal, keine Ahnung. Das war ja früher auch bei uns wirklich so, wenn der Christian gesagt hat, du pass auf, ich komme oder so, und dann hab ich gesagt, ja, kann sein, dass wir unterwegs sind, aber Christian,
du weißt ja, wo der Schlüssel liegt, geh rein, hol dir was zu trinken, hol dir was zu essen und so. Der Schlüssel hat immer unter der Fußmatte gelegen. Also von daher hätte jeder einsteigen können. In jedem Fall, was der Christian aber nicht bedacht hat, ist, dass da, wo die Eisdiele war, da war kein kleiner Bordstein, sondern der war zwar schon abgerundet, aber so ein hoher. Und ich sag zu ihm, fahr mal ran, und er wollte schön lässig elegant ranfahren. Legen wir uns vor der Eisdiele, die natürlich im Sommer voll mit Leuten war, natürlich auch mit jungen Mädels, wo wir natürlich, sag mal, hätten tendenziell ja gern ein bisschen smart ausgesehen, und legen uns volle Granate auf die 12. Und ich nur mich eingewickelt, damit mein flammenneuer Helm, der flammenneu lackiert war, damit da nichts drankommt. Und meine Mutter kommt und direkt die Tür und sagt, was macht die denn hier, verstehst du? Ja. So, das war und das und so. Und jetzt aber mit dem BMW, ich weiß, dass es jetzt kommt. 2 Jahre später war das dann so weit, dass wir dann einen Autoführerschein hatten. Und dann bin ich an dem Tag, ich habe die Prüfung gemacht vormittags. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt fahre ich noch zum Nürburgring zu Timo und dann gucken wir mal, was so geht. Da bin ich mit meinem 316er dann zum Ring hoch. Da war die Zeit damals, diese Motörchen, wenn du Gas weggenommen hast und Gas gegeben hast, dann kam so eine Rauchwolke hinten raus. Also Öl tanken, Sprit kontrollieren. Genau, bis zur Tankstelle, Öl tanken, Benzin kontrollieren, vielen Dank. So, dann waren wir dann bei ihm, dann sagt er zu mir, komm, wir fahren mal gucken, ob die Nordschleife aufhat. Alles klar. Ja, sogar die Grand Prix-Strecke hat offen. Ja, wunderbar, besser kann doch gar nicht sein. Jetzt kommen die beiden Superstars von morgen und werden der Welt mal zeigen, wie man mit 4 Rädern ein Auto am Limit genial bewegt. Und dann sagt der alte Diederwisch da, mit dem Kittel. Genau, mit dem Kittel. Sensationell. Dann sind wir da hochgefahren, Startziel, in die Boxengasse da rein. Und dann gab es damals Insider, wenn euer Lachen, von der alte Diederwisch kam da raus. Der wog 200 Kilo. Und der hatte immer, wenn schlecht Wetter war, hatte der so einen riesigen Ledermantel an. Mhm. Die haben den heute noch, den Mantel. Ich habe mit der Family und auch die da hatte der den Beutel. So einen Geldbeutel, weißt du, ja. wo du noch jemand zum Knopf aufgemacht hast und da war das dann ich auch noch. Wie die Schaffer also früher so. Das kenne ich auch noch. Ende 90er war das noch genau, so. Genau, ja. Und dann kam der alte Diederich raus, Wetter war scheiße. Mit guten Ratschlägen noch. Ja, war am Regnen und so. Timo kannte ja wieder alle da oben. Ne? Und dann kommt der raus und dann guckt der in das Auto rein und sagt dann, Timo, grüß dich, alles gut, jojo. Dann haben wir dann irgendwie, keine Ahnung, 13 Mark oder 14 Mark bezahlt. Ist ja heute ein bisschen teurer. Und dann sagt er zu uns, hören's, was ist so, bitte ist glatt. Jojo. Pass auf, nee, das jojo. Muss ich erzählen, weil das werde ich nie vergessen. Ich saß am Beifahrersitz, der Christian macht das Fenster hoch und sagt, der kann mich doch mal. Und Heidewitzka. Und wirklich. Speed Limit gab's in der Boxen. Quatsch, das ist ja, pass auf. Wer soll uns weiter denn bitte bremsen? Mit 90 PS im BMW E21, wer willst denn machen? Es gab ja damals wirklich kein Speedlimit. Das ist ja erst, hat ja so angefangen mit Senna-Unfall auf jeden Fall. Also damals in dem Wochenende, weil der so viel Chaos war, ist 60 eingeführt worden. Und das war damals noch gang und gäbe, das in den Boxengassen war Vollgas, das war Teil der Rennstrecke. Dann sind wir, der hatte 4 Gang, dann sind wir da durch, da hatten wir am Ende den dritten Gang schon voll ausgedreht am unten. Und dann die weiße Linie haben wir nicht gekannt, wir sofort auf die Strecke. Und dann war da. Gab's ja noch nicht. Weiße Linie, das gab's ja alles noch nicht. Und dann war da Castrol-S, ja. Also die Schikane. Und dann kam's bremsen. Und dann, er hat ja gesagt, es ist glatt. Jo. Und dann haben wir dann auch gemerkt, dass es glatt ist. So, ich nie vergessen, der Christian Stutter. Dann ist ja wirklich glatt. Und schon durchs Castrol-S, durchs Kies. Ich sag, bleib am Gas. Weil ich meine, zum Glück, es war gefroren. Und aber du sagst ja sonst da ein, ich meine, und wenn der sagt, pass auf, das ist glatt und wir kommen nur bis dahin, dann wäre ja peinlich. Ich sag, bleib am Gas, Gas. Dann sind wir gerade so wieder da rausgekommen. Du musst dir vorstellen, damals war, das haben sie später weggemacht, damals war am Kurvenumgang auch noch ein Curb. Also du bist wie eine Sprungschanze, das haben sie auch weggemacht, da du reinrutschst und dann sind wir über diesen Curb geflogen, hat das Auto abgehoben, es hat wirklich durch die Luft und dann im Kiesbett gelandet und dann hat er geschrien, Gas. Ich Vollgas da raus. Da war ja schon mal so der Moment, wo wir gesagt haben, boah, wir sind schon geile Typen. Ja. Und was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, learning by doing, ist ja die Tatsache, wenn du blockierende Räder an der Vorderachse übertragen, ja keine Seitenführungskräfte. Ja? Und das haben wir ja nicht erkannt, weil wir im Go-Kart haben wir ja immer nur Hinterradbremse gehabt. Das heißt also, wir haben vorne überhaupt nicht überrissen, wenn der Blockierter da nicht mehr geht. Das ist dann so ein mühsamer Lernprozess, haben wir dann irgendwann beschleunigt. Fahrsicherheitszentrum. FSZ, da hättest du mal einen Kurs machen sollen. FSZ hat viel geholfen, Und dann sind wir da durchgeflogen, alles klar, wir fahren weiter. Aber war trotzdem geil, ne? Erste Mal wir selber und so, ne? Von Nordschleife. Dann sind wir Nordschleife abgebogen. Und mit Kamera, also mit Videokamera. Mit Videokamera. Eine Videokamera dabei von meinem Freund Andi Stör, haben wir eine Kamera mitgehabt. Da war aber noch richtiger Kavenzmann, so mit VHS und SVSC. Hatte ich auch mal in meinem Golf 3 eingebaut. SVSC. Mit Tape, ein großes Stativ. Ja, ja.
Ich habe dann Beifahrersitz das Ding gehalten, verstehst du? Gibt es das Video noch? Das, nee, leider, das gibt's leider nicht. Oh, das ist das Wichtigste. Aber weil das wird ja noch besser. Das ist ja nur der Anfang der Geschichte. Ja. Wir fahren weiter und irgendwie haben wir dann geschafft, bis zur Kallenhardt zu kommen. So, fallen die Kallenhardt rechts runter, dann diese Spiegelkurve, heißt die, ne? Und auf einmal steht da links an der Leitplanke ein alter Opa mit einem Stock und droht uns. Ich sag, was ist das denn? Und der Timo, das ist der Benz Erwin. Wirklich, also der kam wirklich aus Adenau, der kam uns wirklich auf der Strecke entgegen. Und ich sag jetzt mal, wie soll man sagen, ich darf das ja heute aus Compliance-Gründen nicht mehr sagen. Und mein Kumpel hat gesagt, pass auf, der hat nicht alle Latten am Zaun gehabt. Also wie das mal so im Leben ist, war wirklich so. Und der stand mitten auf der Strecke und hat uns da mit dem Stock halt eben... Auf der Nordschleife. Auf der Nordschleife, klar. Ich sag, es ist schade, dass das Video nicht mehr gibt, weil das glaubt dir kein Mensch. Es glaubt dir kein Mensch. Christian sagt, was ist denn hier los? Ich sag, das ist ja Benz Erwin. Und der war wirklich, wenn du nach Adenau gehst, wenn du jetzt nach Adenau runtergehst und fragst danach so die alten Adenauer, wenn die sagen, ja klar, das ist der. Genauso wie in Adenau auch den Osterhass gab, kannst du auch hingehen. Das war ein Typ, der ist immer Mofa ohne Helm gefahren. War der Einzige, der immer ohne Helm gefahren ist. Wenn du jetzt runtergehst oder die Leute, die sich das anhören aus Adenau, werden sagen, ja, die Leute hat gegeben. Also von daher, so, dann geht die Geschichte aber ja noch weiter. Die Geschichte geht noch dramatisch weiter. Dann sind wir gefahren und dann fahren wir runter Richtung Breitscheid. Dann sagt der Timo zu mir auf einmal, hier ist Tape End. Der hat ja die Kamera mal so vor. Da steht Tape End, der Tape End. Ich sage, ja, da müssen wir gleich anhalten und das Band drehen. Ja, dann war mein eigentlicher Gedanke, unten in Breitscheid kurz da rauszufahren und dann das Band umzudrehen. Ne? Aber mir habe ich das da nicht überrissen. Ich war ja noch nie selber und wieder da jetzt sagen, und da war Tor vielleicht zu oder was. Ja. Ja, aber ist der Tape End. Ja, gut. Und dann bin ich Exmühle hoch, ja. Und da ist rechts jetzt eine Leitplanke. Früher war da aber keine Leitplanke. Früher war da die Wiese und da war der Hang, ja, der Wald, der Waldhang. Dann sind wir dann so in die Wiese reingefahren und wollten dann in der Wiese Tape End, also einmal wechseln. Ja, das haben wir dann auch getan. Es gab aber ein Problem. Und zwar sind wir da reingefallen in die Wiese. Aber da gibt's einen Riesenknall. Da steht das Auto. Hier ist die Strecke. So schräg stehen wir und dann rechts ist der Hang. Und wir gucken, so, da ist da innen eine riesige Wasserablaufrinne gewesen. Ja, aber ohne Quatsch, so tief. Ohne Quatsch. Da bin ich mit dem E21 316 eingetoniert. Das Kaja Blau lag ich da so in der drin. So. Und so, jetzt kriegt der noch nicht mal die Tür auf, weil der ist ja mit seiner Tür ist der direkt gegen den Hang. Dann sind wir da ausgestiegen und stehen dann vor der Karre und denken uns, wie kommen wir denn hier wieder raus? Ja. Dann kommt, und damals gab es noch den Industriepool nicht. Dann ist Uni Royal, die sind wirklich, oder sind teilweise alle, sind die im normalen Touristenverkehr, halt eben haben die Reifenversuche gemacht. Und das werde ich nie vergessen, da kommt doch einer von den Uni Royal, wahrscheinlich war es Werner Kater, der da vorbeikam. Vielleicht. Wieb, wieb, und hat uns schön lange Finger gezeigt, und wir sind alle haben. Jetzt sind wir aus dieser Rinne nicht mehr raus. Vor, zurück, wir sind nicht mehr rausgekommen. Ich sage, was war denn? Ja, keine Chance, wir müssen uns jetzt, dann haben wir mit Steinen oder so Dreck, haben wir praktisch in dieser Rinne so eine Auffahrt gebaut und dann sind wir raus und ja, da haben wir natürlich die Bescherung gesehen, als allererstes mal die Reifen waren schön, an der Seite war schön Vella Form halt eben, weil die wahrscheinlich, keine Ahnung wie alt waren. Felge komplett. Felge platt. Stand das Lenkrad schief? Komplett schief. Ja, so. Okay, komplett und dann schief. Haben wir gesagt, okay. Es war zwar schon erfolgreich, wie wir gefahren sind, aber wir müssen jetzt mal... Zum Glück war Tape End. Genau, ja. Zum Glück war Tape End, weil sonst... Und dann sind wir zurückgefahren. Und dann sind wir nach Nürburg zum BMW Martini, was ja wirklich ein sehr, sehr großer... Ist ja heute Testcenter. Genau, heute Testcenter. Heute ist Testcenter, genau. Und dann saß dann der alte Martini. Freitagabend, da war ja... Der Martini ist doch das Ringtaxi auch gefahren. Ja, das war der Michael Martini. Michael Martini, genau. Und der Michael Martini war ja dann auch nachher, glaube ich, Meister in der Werk, in der BMW, also in dem BMW-Testcenter. Und der ist auch viel Langstrecke gefahren. Der mal sein Portemonnaie im Auto verloren hat. Wie bitte? Der mal sein Portemonnaie im Auto verloren hat. Das war die Geschichte. Die hat noch einmal ein Ringtaxi aufs Dach gelegt irgendwie. Und das ist, glaube ich, abgebrannt. Er hat sein Portemonnaie im Auto. Oh, das ist natürlich für ein Eifler. Das ist 100.000 Mark über der Versicherung. Die Geschichte habe ich jetzt nicht gekannt. Wobei, stimmt, da war mal irgendwas. Ja, okay. Oh, so ist das Leben. Ich glaube, Sabine Schmitz erzählt es bei mir. Okay, und in jedem Fall. Genau, und dann sind wir zum BMW Martini. Und da saß dann wirklich noch der alte Martini drin und haben gesagt, ja, so und so, wir haben einen Schaden. Wir haben natürlich nicht gesagt, was wir gemacht haben.
Und wir haben einen Schaden, wir bräuchten eine Felge. Jetzt muss man sagen, die Felgen, da waren 20 Felgen draußen bei dem in der Werkstatt drin. Der hatte so ein Gitter. Genau, so ein Gittergestell, genau, so ein Felgengestell. Da konnte man genau sehen, dass da genau die Felgentypen von einem 3er BMW Stahlfelge, die wir brauchen. Was ja auch alles gleich war früher, war ja alles gleich. Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Hat keinen Bock gehabt, da habe ich keinen Bock. Nö, habe ich nicht. Könnte wieder gehen. Okay. Also, Christian, was machen wir? Ich sag, pass auf, Christian, wir machen das jetzt so. Auch den Namen kennt den Adenauer jeder. Ich sag, wir fahren nach Adenauer zum Nöpp. Reifen Hoffmann. Nöpp ist sein Spitzname. Wirklich auch ein Sensationstyp. Der war auch früher immer Motorsportclub Adenauer. Und das waren auch selber gefahren. Das waren auch immer so geile Clubabende beim MSC, muss man sagen. Da sind auch gute Dinge passiert. In jedem Fall, wir kommen runter und ich sage immer Nöpp, wir bräuchten einen Reifen und eine Felge. Und er, what of the Nordschleife? Aber wie? Nein, ja. Und der Typ der sagt mir, pass auf, kennst du den, wie heißt der österreichische Schauspieler? Auch so, der lebt auch schon lange, so zurückgekämmte Haare, schwarze, so ein bisschen. Nicht Zacher, das Zacher war ja ein Berliner. Ist ja egal. Wenn du den siehst, weißt du genau, so sah der aus. Ja, ja. Ja, und dann auch so die Haare weggekämmt und Kippe und Klamotten und dann so. Ah, Timo. Ah, Nöpp. Irgens, wir brauchen eine Felge und einen Reifen. War da auf der Nordschleife? Nein. Original so. Dann hat er gesagt, ja, Jungs, guck, ob du was findest. Dann haben wir da im Schrott die Felge rausgesucht. Ja, haben aber nichts gefunden. Aber wir haben dann passende Reifen gefunden, weil die Reifen waren auch kaputt. Haben wir die Felge abmontiert. Dann haben wir die mit einem riesigen Hammer haben wir die wieder versucht, gerade zu kloppen. Ja, also halbwegs gerade. Und dann hat der Timo, weil er ja auch sein Job war, als Kfz-Mechaniker in Ausbildung, haben wir dann da noch den Reifen aufgezogen. Die Spur war natürlich komplett krumm, weil es konnte ja eigentlich nur die Spurstange vorne rechts sein. Dann haben wir die gelöst hier, so, keine Ahnung, 14er Ringmaul. Und dann haben wir die so mal grob beigedreht, dass es wieder irgendwie, ne, in die Richtung geht. Dann war das Lenkrad nur ein bisschen schief danach. Und dann sind wir weitergefahren. Dann geht weiter. Und dann, das war dann so der Start für jeglichen Unsinn, jedes Wochenende nur. Und ich meine, dieser BMW war ja dann in Gedanken eigentlich schon E30 M3. Verstehst du? Also ja, wir haben uns dann bildlich vorgestellt. Wir sind eigentlich schon die BMW-Werksfahrer von morgen und haben jetzt diesen, das war aber leider trotzdem nur ein E21 mit Vergasern. Nur der Martini Senior hat es noch nicht kapiert. Nee, der hat das Talent nicht erkannt. Der hat die Chance nicht erkannt, den Stars uns zu verpflichten, zu helfen.